Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in der heutigen Review habe ich ein richtig heißes Gerät für euch, und zwar darf ich euch den neuen Ford Fiesta ST vorstellen. Beziehungsweise hat der Fiesta allgemein ein Facelift erhalten, umso mehr freut es mich, dass ich direkt den ST vorstellen darf. Was hat sich alles verändert und wie es sich fährt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Doch zuerst ein großes Dankeschön an das Autohaus Heine in Bredenborn, die mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Schaut gerne mal bei denen vorbei, erster Link in der Videobeschreibung, und folgt denen auf Instagram. Und bevor es weitergeht, kurze Werbung in eigener Sache. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich über einen kostenlosen Abo herzlich freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Unter anderem folgt mir einmal auf Instagram und auf TikTok. Der Fiesta ST leistet nach dem Facelift weiterhin glatte 200 PS aus dem bekannten 1,5 Liter Dreizylinder EcoBoost Motor. Die Newtonmeter steigen jedoch von 290 auf 320 Newtonmeter. Geschaltet wird das Fahrzeug mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Von 0 auf 100 braucht der Fiesta ST 6,5 Sekunden und die Endgeschwindigkeit liegt bei 230 km/h. Bis zu 42 Liter könnt ihr den Fiesta betanken. NEFS-Angaben hat Ford jetzt nicht gemacht, aber laut WLTP liegt der Durchschnittsverbrauch bei 6,7 Liter und der CO2-Ausstoß liegt bis zu 151 Gramm. Wie hoch der Testverbrauch war, erzähle ich euch später beim Fahreindruck. Hier schon mal ein großes Lob an Ford, denn der Fiesta wird sowohl als 3- und auch als 5-Türer noch angeboten. Der VW Polo zum Beispiel gibt es ja nur noch als 5-Türer. Preislich startet der 3-Türer bei 28.500 Euro, der 5-Türer dagegen ist 400 Euro teurer. Schreibt es mir in den Kommentaren, welche Karosserieform ihr nehmen würdet. Jetzt sprechen wir mal über das Design, doch zuerst ein paar Worte über die Abmessungen. Der Fiesta ist 4,10 Meter lang und 1,74 Meter breit. Der Radstand beträgt 2,49 Meter und die Höhe liegt bei 1,49 Meter. Die auffälligste Veränderung hat an der Front stattgefunden. Der Kühlergrill ist viel größer geworden und das Markenlogo ist jetzt in den Grill gewandert. Als zusätzliches Detail haben wir im Grill das ST-Logo und an der Frontlippe haben wir den Ford Performance Schriftzug. Die Nebelscheinwerfer sind nicht mehr vorhanden, ansonsten ist die Optik immer Geschmackssache, aber ich finde, der Fiesta wirkt jetzt viel erwachsener und sportlicher als das Vor-Facelift-Modell. Hier möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass ich den Fiesta ST bewusst ein wenig wie einen normalen Fiesta behandeln werde, denn wie am Anfang des Videos erwähnt, starte ich bei der Facelift-Variante direkt mit dem Topmodell. Aber ich werde natürlich viel mehr auf die ST-typischen Sachen eingehen. Beim Fiesta ST hat man serienmäßig die Matrix-LED-Scheinwerfer verbaut, die Lichtsignatur fügt sich wunderbar in die Front hinzu. Ansonsten sind die Matrix-LEDs eine coole Sache, denn man fährt permanent mit Fernlicht, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Unser Fiesta kommt in dem schönen Mean Green Metallic. Diese Farbe kennen wir ja schon bereits vom Puma ST und ist einer von 7 verschiedenen Farben. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Farbe. Schreibt es mir in den Kommentaren, wie ihr die Farbe so findet und welche Farbe ihr nehmen würdet. Die Heckscheiben sind dunkel getönt und hier haben wir einen großen Heckspoiler. Dadurch wirkt das Fahrzeug sehr dynamisch und sportlich. Der Fiesta ST steht serienmäßig auf diese 18 Zoll Leichtmetallfelgen. Gleichzeitig sind es auch die einzigen. Aktuell gibt es noch keine Alternativen. Als zusätzliches Detail sind die Bremssättel rot lackiert, um die Sportlichkeit auch von der Seite zu untermauern. Das Heck bleibt soweit unverändert und hier haben wir die LED-Rückleuchten. An der Heckklappe befindet sich die außenstehende Rückfahrkamera und hier haben wir das ST-Logo. Sprechen wir jetzt mal kurz über den Kofferraum. Das Stauvolumen beträgt 292 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis zu 1093 Liter. Über diesen Griff könnt ihr ganz entspannt die Heckklappe wieder schließen. Ansonsten zeigt sich der kleine ST auch von hinten von seiner sportlichen Seite. Hier unten haben wir einen Heckdiffusor und rechts befindet sich die Doppelrohrauspuffanlage mit Klappensteuerung. Ich würde sagen, machen wir mal einen kleinen Soundcheck und hören kurz mal rein.
finde, Ford hat den Sound gut umgesetzt, denn für einen Dreizylinder klang es schon sehr gut, muss ich sagen. Zum Teil besser als manche Vierzylindermotoren. Aber wie schon gesagt, es ist nur meine persönliche Meinung. Bevor es mit dem Innenraum weitergeht, zeige ich euch erstmal das Ford Key Free System. Ihr könnt ganz entspannt die Tür schlüssellos entriegeln und wieder verriegeln. An der Einstiegsleiste haben wir als Detail den Ford Performance Schriftzug. Sprechen wir jetzt mal kurz über den Innenraum. Das Cockpit hat sich, wie man sehen kann, nicht verändert. Was jedoch neu ist, sind die schönen Sportsitze von der Ford Performance selbst. Beim Vorfacelift waren es noch die Recaro-Sitze. Die Sitze sind in einer Lederstoffkombi und als Detail haben wir die roten Kontrastnähte. Am Kopfteil steht zusätzlich Ford Performance drauf. Ansonsten ist man in den Sitzen sehr gut eingepackt, nenne ich das jetzt mal. Die bieten einen guten Seitenhalt bei sportlicher Fahrweise und man sitzt trotzdem bequem. Am Armaturenbrett haben wir als Detail die Dekoreinlagen in Carbonoptik und in den Lüftungsdüsen haben wir rote Applikationen. Haptisch fühlen sich die Materialien gut an, oben ist es leicht aufgeschäumt, unten haben wir jedoch Hartkunststoff. Die Türverkleidung besteht aus Hartkunststoff und die Türarmlehnen sind beledert. Hinten im Fond haben wir ein gutes Platzangebot, der Vordersitz ist auf meine Körpergröße abgestimmt, ich bin ca. 1,80 groß und habe hinten genügend Beinfreiheit wie auch Kopffreiheit. An den Vordersitzen haben wir ein Ablagefach zum Beispiel für Zeitschriften. Die hintere Türverkleidung besteht aus Hartkunststoff, aber die Türarmlehne ist leider nicht beledert wie vorne. Die Mittelkonsole wirkt sehr clean und aufgeräumt und was haben wir hier, das kennt man ja schon fast gar nicht mehr, und zwar den Hebel für die mechanische Handbremse. Und sollte man durstig sein, dann haben wir hier drei Cupholder. Unter der Mittelarmlehne haben wir ein Ablagefach mit einem USB-Anschluss und hier haben wir zwei haptische Knöpfe. Ihre Funktion erklärt sich im Grunde genommen von selbst. Die roten Nähte finden wir am Schaltsack wieder und die Zahlen sind rötlich eingraviert. Auf die Handschaltung gehe ich später beim Fahreindruck ein. Das aufgesetzte 8 Zoll Touchdisplay kennen wir ja schon bereits vom Vorgänger und es ist das bekannte Sync 3 System. Über Apple CarPlay oder Android Auto könnt ihr euren Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden. Die Bildauflösung von der Rückfahrkamera finde ich scharf, bei einem Hindernis ertönt zusätzlich ein akustisches Signal, um das Ein- und Ausparken zu erleichtern. Unter dem Touchscreen befinden sich haptische Knöpfe und zwei Drehregler, darunter haben wir die Bedienfelder von der Klimaautomatik. Dann haben wir hier einen Ablagefach mit einer induktiven Ladestation und einen USB-Anschluss. Wer genauso wie ich viel Wert auf eine gute Musikqualität legt, der sollte auf das B&O Soundsystem nicht verzichten. Dann sprechen wir mal kurz über das Lenkrad. Auch hier haben wir zwei richtig coole Details. An der unteren Speiche haben wir hier das ST-Logo, damit man ja nicht vergisst, was man für ein Auto fährt. Und auch hier finden wir die roten Kontrastnähte wieder. Es ist übersichtlich und einfach zu bedienen, aber auch haptisch lässt es sich gut anfassen und liegt gut in der Hand. Auf der linken Seite steuert man hauptsächlich die Assistenzsysteme und man kann hier die Lautstärke regulieren. Auf der rechten Seite steuert man hauptsächlich das 12,3 Zoll digitale Fahrerdisplay und ihr könnt es euch so einstellen, wie ihr es gerne haben möchtet. Ich persönlich hatte am liebsten die Performance-Anzeige. Und hier können wir zwischen den Songs hin und her wechseln. Dann sehen wir hier zwei auffällige rote Knöpfe, einmal die Mode und die S-Taste. Über Mode könnt ihr zwischen den Fahrprofilen hin und her wechseln. Es gibt vier verschiedene Fahrmodi. Ich persönlich war hauptsächlich im Normal- und im Sportmodus unterwegs gewesen. Mehr dazu beim Fahreindruck. Über die S-Taste gelangt man sofort in den Sportmodus. Links neben dem Lenkrad haben wir haptische Bedienelemente für die Scheinwerfereinstellungen. Jetzt machen wir weiter mit dem Fahreindruck. Dann kommen wir mal endlich zum Fahreindruck. Den Motor starten wir per Start-Stopp-Knopf. Von der Rundumsicht her finde ich, dass wir hier im Fiesta einen guten Überblick haben. Auch der Blick nach hinten meiner Meinung nach. Ansonsten haben wir ja noch zur Not die Rückfahrkamera. Im Normalmodus ist die Lenkung leichtgängig, aber trotzdem präzise. Das Fahrwerk ist straff abgestimmt. Man bekommt ein gutes Feedback von der Straße, ohne unkomfortabel zu sein. Aber trotz Restkomfort, bei unebenen Straßen wird man doch ordentlich durchgeschüttelt.
So, dann machen wir mal im Normalmodus einen Kickdown. Und let's go. Im Normalmodus ist der Klang vom Motor etwas gedämpfter, aber es geht trotzdem ordentlich nach vorne. Sprechen wir jetzt mal kurz über den Verbrauch. Der Testverbrauch lag bei 9,9 bis 10,2 Liter. Das finde ich soweit in Ordnung, wenn man bedenkt, dass ich zwischendurch etwas flotter gefahren bin, inklusive die Autobahnfahrten. Wenn man jedoch den Fiesta ST so fährt, wofür er gemacht wurde. Naja, brauche ich jetzt nicht weiter erläutern, das könnt ihr schon selbst denken. Im Sportmodus dagegen ist die Lenkung direkter und die Gasannahme ist sensibler. Unser Testwagen hat das optionale Performance-Paket mit dabei, das heißt wir haben einmal das Sperrdifferenzial an der Vorderachse, der Fiesta liegt dadurch gut auf der Straße und es fährt sich agil in den Kurven. Auch im Paket mit enthalten ist die Performance-Schaltanzeige, es zeigt dem Fahrer an, ab wann man schalten soll. Die Handschaltung war mein persönliches Highlight, denn die ist kurz und knackig. Es macht auf jeden Fall Spaß, vor allem wenn man bedenkt, dass die Handschaltung generell immer weniger wird. Wie schon beim Soundcheck gezeigt, die Klappen im Auspuff sind offen und der Sound klingt dumpfer und kerniger. So, dann wechseln wir mal von normal in den Sportmodus. Und let's go! So, im Sportmodus war der Punch schon deutlich spürbarer als im Normalmodus. Es geht ordentlich nach vorne und der Fahrspaß ist in diesem Modus auf jeden Fall vorhanden. Noch besser wäre Rennstrecke, aber dem Händler zuliebe mache ich es nicht. Aber weil der Sportmodus so geil ist, nochmal Freunde. Oh ja, Handschaltung macht so viel Spaß. Um den Fahreindruck abzurunden, schaut gerne bei meinem POV Autobahnvideo vorbei. Das Video habe ich euch oben rechts oder in der Videobeschreibung verlinkt. Dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Die Optik ist zwar Geschmackssache, aber ich finde die neue Front steht dem Fiesta ST ganz gut. Dadurch wirkt der Kleine noch viel erwachsener und sportlicher. Über den Innenraum kann ich nur sagen, dass die selbst kreierten Sportsitze mir sehr gut gefallen haben. Also es steht den Recaro-Sitzen vom Vorgänger keinesfalls nach. Und mit dem digitalen Fahrerdisplay wirkt das Cockpit ein wenig frischer und moderner. Wie sich der Fiesta ST fährt, habe ich ja schon ausführlich beim Fahreindruck gesagt. Ich kann nochmal sagen, dass der Fahrspaß auf jeden Fall vorhanden ist und obwohl ich selber privat einen Automatikwagen fahre, finde ich, dass ein kleiner Hot Hatch einfach handgeschaltet sein muss. Aber das ist nur meine Meinung. Was mir nicht so gut gefällt, ist die außenstehende Rückfahrkamera. Meine Stammzuschauer können es mit Sicherheit nicht mehr hören, denn das sage ich in vielen meiner Videos. Was man negativ anmerken könnte, wäre vielleicht der Preis, denn der Fünftürer startet preislich bei knapp 29.000 Euro. Und wenn man alles reinpackt, was geht, dann war ich bei meiner persönlichen Konfiguration bei rund 32.100 Euro. Für so ein kleines Auto ist das schon viel Geld, gar keine Frage, aber dafür hat man schon sehr vieles serienmäßig, wie zum Beispiel die Matrix LED-Scheinwerfer. Beim Vor-Facelift-Modell hatte man noch serienmäßig die Halogen-Scheinwerfer. Wobei ich sagen muss, ein wenig mehr Optionen zur Auswahl hätte ich mir trotzdem gewünscht, denn damals gab es ja noch ST, dann mit Styling-Paket oder mit dem Leder-Exclusive-Paket, jetzt gibt es zurzeit nur eine Ausstattungsvariante, und zwar die STX. Vielleicht wird das Sortiment noch erweitert, aber da habe ich bis jetzt noch keine Infos gefunden. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, denn bei der STX muss man kaum noch was dazu bestellen. Im Großen und Ganzen hat mir der neue Fiesta ST sehr gut gefallen und jetzt ist eure Meinung gefragt. Wie findet ihr den neuen Ford Fiesta ST? Eure Antwort in den Kommentaren. Was ich schon mal anmerken möchte, denn der ein oder andere hat gefragt, ob ich auch die Facelift-Variante vom Focus ST testen werde. Ich kann schon mal sagen ja, denn sobald das Auto aus Heine einen Focus ST zur Verfügung hat, dann habe ich auch die Ehre, den großen Bruder für euch zu testen. Alles klar Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, dieses Fahrzeug für euch zu testen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen dicken blauen Daumen hoch da und wir sehen uns dann im nächsten Video dann wieder. Haut rein!